Seltene Rinderrassen, die nur einmal alle 1000 Jahre geboren werden. Von Rindern, die für zeremonielle Zwecke verwendet werden, über die größten und kleinsten Rinder der Welt, bis hin zu den ungewöhnlichsten Büffeln, die du je gesehen hast. Das sind die seltensten Rinderrassen, von denen du je hören wirst. Ohne weitere Umschweife stellen wir dir die Liste vor. Nummer 10. Irish Mauled. Der erste auf der heutigen Liste der einzigartigen Rinder ist der Irish Mauled. Dieser irische Schatz ist eine der außergewöhnlichsten Rinderrassen auf dem Planeten Erde. Erstens, weil sie gepolt sind, das heißt, sie haben keine Hörner, was für Rinder ziemlich ungewöhnlich ist. Sie sind rot mit einem markanten Strich auf dem Rücken und haben ein weißes Unterfell. Ihre Nasen und Ohren sind jedoch rot. Außerdem sind sie die letzte verbliebene Haustierrasse, die in Nordirland heimisch ist. Irish Mauleds sind große Futtersammler, die sich von wildem Gras und Unkraut ernähren, um zu überleben. Natürlich nur, wenn sie keine anderen Möglichkeiten haben. Und hier noch ein lustiger Fakt. Das Maul im Namen kommt aus dem Gälischen und steht für den Hügel oder die Kuppel auf ihrem Kopf. Nummer 9. Weißes Parkrind. Als nächstes stoßen wir auf weiße, gehörnte Rinder, die seit dem 13. Jahrhundert in Großbritannien leben. Das White Park wurde in der vorchristlichen Zeit für zeremonielle Zwecke genutzt. Als ob das noch nicht genug wäre, brachten die folgenden Jahre ihnen noch mehr Furcht, da sie oft als Trophäentiere gejagt wurden. Jetzt kannst du dir vorstellen, warum diese Rinder so einzigartig sind. Abgesehen von ihrer tragischen Geschichte haben die White Parks auch ein sehr markantes Aussehen. Es handelt sich um eine große Rasse mit charakteristischen schwarzen Punkten an den Ohren, der Schnauze, den Füßen und den Augenrändern sowie den weit ausladenden, eleganten Hörnern. Heutzutage sind sie vor allem durch den Rare Breed Survival Trust bekannt, eine Organisation, die beschlossen hat, dass dieses Tier ein eigenes Logo verdient hat. Nummer 8. Florida Cracker Rind. Wie der Name schon sagt, stammt diese nächste Rinderrasse aus Spanien, ist aber heute nur noch in Florida zu finden. Florida Cracker Rinder sind aus vielen Gründen einzigartig, unter anderem wegen der ungewöhnlichen Tatsache, dass sowohl Kühe als auch Bullen Hörner haben. Es gibt sie in vielen Farben, aber die auffälligste ist ein reines goldenes Palomino. Es handelt sich um eine Rinderart, die Criollo-Rinder genannt wird, was bedeutet, dass sie von Rindern abstammt, die von Konquistadoren aus Spanien nach Amerika gebracht wurden. Diese Rasse wurde durch umfangreiche Kreuzungen mit anderen Rindern noch einzigartiger, da sich nur wenige Landwirte für die Weiterführung der reinen Blutlinie entscheiden. Du solltest wissen, dass eine einzige Kuh dieser Rasse durchschnittlich 26,5 Liter Milch pro Tag gibt und hervorragendes Rindfleisch liefert. Schade, dass es nicht mehr reine Florida Crackers gibt. Nummer 7. Weiß-blaue Belgier. Auch wenn er wie ein Bodybuilder aussieht, ist dieser Muskelberg eine einzigartige Rinderrasse. Vom Aussehen her ist es eine riesige fleischige Hälfte, die meist eine bläulich-weiße Farbe hat, daher auch der Name der Rasse. Trotz ihrer Größe und ihres Gewichts sind Belgian Blues relativ klein, da sie im Durchschnitt nicht mehr als 1,5 Meter groß sind. Das macht ihre Beine niedrig, aber sehr stark, da sie einen beeindruckenden Körper tragen müssen. Sie unterscheiden sich von den meisten anderen Rassen durch ihr haariges Fell, aber das Beeindruckendste ist, dass belgische blaue Rinder weit über 1000 Kilo wiegen können. Außerdem sind sie sehr milchreich und geben zwischen 2000 und 4500 Liter Milch, was sie zu einem großartigen Rind für die Fleisch- und Milchproduktion sowie für die Zugarbeit macht. Nummer 6. Schottisches Hochlandrind. Weg von Belgien und ab nach Schottland, um ein einzigartiges Hochlandrind kennenzulernen. Diese unverwechselbare Rasse hat lange Hörner, ein pelziges Fell und kommt in zwei Typen vor. Dem kleinen Inseltyp, meist schwarz gefärbt, und einem größeren Landtyp, der meist bräunlich ist. Diese Rinder haben ein ungewöhnlich zweischichtiges Fell. Das Äußere ist ein fettiges Fell, das längste aller Rinder, das eine mollige Unterwolle bedeckt.
Dadurch sind Hochlandrinder gut an die Bedingungen in den Bergen mit starkem Regen und starkem Wind angepasst. Ihre Fähigkeit, Nahrung zu finden, ermöglicht es ihnen, in steilen Bergen zu überleben, wo sie Pflanzen fressen, die andere Rinder meiden. Sie graben mit ihren Hörnern den Schnee auf, um Pflanzen zu finden. Sie haben eine klar strukturierte Hierarchie, die Aggressionen in der Herde reduziert. Die Dominanz eines Individuums hängt von Alter und Geschlecht ab, wobei ältere Tiere dominanter sind als jüngere und Männchen dominanter sind als Weibchen. Es ist bekannt, dass sich Weibchen auch nach ihrem 18. Lebensjahr noch paaren und so bis zu 15 oder mehr Kälber in ihrem Leben zur Welt bringen können. Nummer 5. Belted Galloway. Wir haben noch eine weitere hornlose Rasse auf unserer Liste, und zwar das Belted Galloway. Stattdessen haben sie einen Poll, eine nette Bezeichnung für einen Knochenknubbel oben auf dem Schädel, und ihr unverwechselbares Aussehen lässt viele Menschen nach ihrer Herkunft fragen. Sie wurden nach der Region Galloway in Schottland benannt und sind eine der ältesten Rinderrassen der Welt. Witzigerweise ist Galloway in Schottland eigentlich ein Jungennamen und bedeutet Fremder, was darauf zurückgeht, dass die Gallier in diese Gegend kamen. Diese Fremden sind einzigartig gefärbt mit roter, schwarzer oder graubrauner Farbe mit einem breiten weißen Streifen dazwischen, deshalb werden diese Rinder oft Belties genannt. Nummer 4. Texas Longhorn. Jetzt verlassen wir Schottland und begeben uns in die USA, um die herausragende Rinderrasse Texas Longhorn kennenzulernen. Diese Rinder sind sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrer Anpassungsfähigkeit einzigartig, denn es handelt sich um die einzige Rinderrasse, die vollständig an die amerikanischen Lebensbedingungen angepasst ist. Und das, ohne dass der Mensch eingegriffen hat. Die Texas Longhorn-Rinder stammen von Rindern ab, die vor fast 500 Jahren als erste auf amerikanischem Boden lebten. Das bloße Überleben der Stärkeren führte schließlich zur Entstehung der Texas Longhorn-Rinder. Diese Rinder sind leicht an ihren langen Hörnern zu erkennen, wie du vielleicht schon am Namen erraten hast, wurden aber auch deshalb so beliebt, weil sie fruchtbarer sind als die meisten anderen Rinderrassen auf der Welt. Nummer 3. Zwerg-Zebu. Nachdem wir nun die größten Rinderrassen der Welt kennengelernt haben, ist es an der Zeit, die kleinste vorzustellen. Findest du nicht auch? Mit ihrem ebenso niedlichen Namen haben sich die Zebus einen besonderen Platz in den Herzen derjenigen erobert, die die Zeit mit ihnen verbringen konnten. Sie sind die einzige natürliche Miniaturrinderrasse und haben einige Eigenschaften, die keine andere hat. Zum Beispiel können sie ihre Weide problemlos mit Hunden, Ziegen, Enten, Hühnern und vielen anderen Tierarten teilen. Sie sind sehr gesellig und intelligent und lieben obendrein Kinder, sodass sie sich perfekt für die Familienzucht eignen. Diese niedlichen kleinen Seelen stammen ursprünglich aus Indien und wurden bereits 3000 vor Christus in die USA gebracht, und zwar als Zirkustiere. Nummer 2. Dexter-Rind. Eine weitere kleine und niedliche Rinderrasse hat ihren Weg auf die heutige Liste gefunden, das Dexter-Rind. Mit einer Größe von nur 100 cm und einem Gewicht von 360 kg gehören die Dexter zu den kleinsten Rindern, die es gibt. Obwohl ihre Größe ihr markantestes Merkmal ist, sind sie produktive und nützliche Mehrzwecktiere. Die meisten Rinder dieser Rasse sind gehörnt, aber es gibt auch einige, die gepolte Gene in sich tragen. Im Laufe der Geschichte hat ihre Größe immer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, so sehr, dass Dexter oft als Zierrasse oder als Neuheit abgestempelt wurde, wodurch ihr Produktionswert in den Hintergrund geriet. Diese kleinen Riesen sind futterverzehrend, widerstandsfähig und besitzen hervorragende mütterliche Eigenschaften. Nummer 1. Pinker Büffel. Unser Vorschaubild des Tages zeigt etwas, das du normalerweise nicht zu sehen erwartest. Nirgendwo. Niemals. Doch deine Augen täuschen dich nicht, denn du hast tatsächlich einen echten, lebenden rosa Büffel vor dir. Wie verrückt ist das denn? Sein Besitzer Dang Fang Gen kaufte ihn 2001 und sagt, dass dieser einzigartige Riese heute die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo immer er hingeht. Obwohl es einige Vermutungen gab, dass dieser Büffel an Albinismus leidet, versichert Dang, dass er wirklich mit rosa Haut geboren wurde. Der Büffel und sein Besitzer sind einander sehr zugetan.
Dang Fanggen erzählt, dass der Büffel ihm oft auf die Felder und nach Hause folgt und dass er sich in all den Jahren nicht ein einziges Mal verlaufen hat. Da viele Menschen glauben, dass der rosa Büffel ihnen Glück bringt, bekam Dang viele Angebote, lehnte aber jedes Mal ab, den Büffel zu verkaufen. Das ist eine Freundschaft, die wirklich bewundernswert ist. Welche dieser Rinderrassen hat deine Aufmerksamkeit am meisten erregt? Verrate es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.